Besonders schüttelt mich in diesen Tagen, sicherlich viele von Ihnen auch, die Situation in unserem Land hier in Thüringen und in ganz Deutschland mit der Corona-Krise. Mich bewegt dabei auch, wie undifferenziert die Ungeimpften jetzt angegriffen werden und auch als einzige Ursache von manchen betrachtet werden. Das sind sehr verschiedene Gruppen. Impfen ist absolut sinnvoll. Ich selber habe gerade Corona durchlebt und bin froh, dass ich geimpft war. Trotzdem zum Beispiel sind viele Kinder gar nicht impfbar, das wissen wir. Und wenn Sie ständig hören, die 8-jährige Mara, sie ist an allem schuld oder jemand, der gestorben ist, das liegt an den Ungeimpften. Differenzierter reden, klarerer reden, fände ich sehr wichtig und uns möglich, nicht in dieser undurchsichtigen Situation, die viele Ursachen hat, auf eine einzige Ursache fixieren. Das ist zu einfach. Lasst uns eher die Hände falten und Gott darum bitten, dass wir gut durch diese Krise kommen. Miteinander. Gerührt hat mich, in Nordhausen ist eine Kirche von einem afghanischen Muslim ausgeräumt und ein Kreuz zerstört worden, geschändet worden. Am nächsten Tag kamen 40 Afghanen mit Blumen, um sich zu entschuldigen. Und sie sind freundlich aufgenommen worden von der Gemeinde. Man saß gemeinsam im Raum und am Ende sagte einer der Vertreter dieser Gruppe, wir haben hier Liebe erfahren. Und ich glaube, genau darum geht es, nicht mit Hass zu reagieren, sondern mit Liebe. Das ist unsere Aufgabe. Das sollen wir so tun. Und selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.